Für alle, die uns das immer wieder versuchen, schmackhaft zu machen, die das versuchen zu legitimieren, die das versuchen, salonfähig zu machen. Nein, wir wollen keine Welt der hässlichen Bilder. Nein, wir sind nicht einverstanden mit dieser europäischen Asylpolitik. Nein, wir wollen keine Gewalt seitens der Polizei und wir wollen, dass die Menschen aus Polen, Weißrussland, entlang der Grenze, genauso wie in Bosnien, Kroatien, Griechenland, Türkei, endlich durchkommen. Wir selbst versorgen tagtäglich afghanische Familien in Bosnien. Familien, die verfolgt sind, die dem Hazara-Stamm zugehörig sind und die enorme Probleme haben, weil sie immer wieder von der kroatischen Polizei mit Gewalt und Brutalität zurückgeschlagen werden. Wir werden diese Menschen weiterhin versorgen. Eine Sache ist das Humanitäre, wozu wir uns verpflichtet haben, weil die europäischen Staaten einfach zusehen und das einfach Amok laufen lassen. Ja. Das andere ist aber das Politische und das ist enorm wichtig, dass wir sehr viel Druck aufbauen, gerade im deutschsprachigen Sprachraum, ob in Österreich, Deutschland, Schweiz, gerade dort, wo man sich immer so gern auf die europäischen Werte beruft. Aktuell 2021 und seit Jahren sind die europäischen Menschenrechte entlang dieser EU-Außengrenzen nicht mehr gültig. Wir fordern, dass diese Menschenrechte, unsere Menschenrechte, unser aller Menschenrechte endlich wiederhergestellt werden, dass endlich die Menschen durchkommen, dass die verzweifelten Familien, die ihre Kinder in der Schule und in Sicherheit sehen wollen, nicht mehr in den Wäldern Bosniens, Polens oder woanders sind. Danke an alle, die Widerstand leisten, danke an alle, die heute versammelt sind und danke an alle, die hier Gegenstimmen ergreifen, die unglaublich wichtig sind und die letztendlich auch unsere Gesellschaft und uns von enormer Bedeutung sind. Alles Liebe euch, wir haben Platz, otvorite granice.